Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Notegger, ich bin Trainer, Leistungsdiagnostiker, Ernährungscoach und heute geht es mal ums Thema Adalbert-Girung. Und zwar begrüße ich dich recht herzlich zu einer sechsteiligen Videoserie zum Thema Adalbert-Girung, der ja diesen Sonntag am 31.07. in St. Anton startet. Wir werden ebenfalls, oder ich werde ebenfalls vor Ort sein auf der Expo Area. Bitte komm gerne vorbei, kannst an unserem Stand die Non-Proteine probieren. Es wird alles vor Ort sein, ja. Du kannst auch die letzten Fragen mir dort stellen oder einfach nur auf einen Schwätz und einen netten Plausch vorbeikommen. Heute, im heutigen Video, gehen wir auf die Wichtigkeit des Materialchecks ein, welche Übersetzungen für den Adalbert-Girung gut sind und welchen Reifendruck du im Falle von Regen fahren solltest. Heute ist Montag, ist jetzt noch Zeit. Normalerweise am Montag vor dem Rennen trainiert man nicht, macht man einen Ruhetag. Darum hättest du heute noch Zeit, dein Fahrrad zu checken. Ja? Check mal die Bremszüge oder Bremsleitungen, falls hydraulische Bremsen. Schau dir die Bremsbeläge an, ja, die Bremsscheiben. Kontrollier deine Reifen. Ich würde dir natürlich empfehlen, fürs Rennen auf alle Fälle noch neue Reifen aufzuziehen. Ja. Sollten es Reifen mit Schlauch sein, dann natürlich auch neue Schläuche. Kannst du heute bequem noch schnell in Radladen fetzen und diese holen und dann wechseln. Schau auch, dass du für den Adalbert-Girung die richtige Übersetzung hast. Wir haben zwei hauptsächliche Anstiege. Der Adalbert, der eher am Anfang sehr steil ist, ja, und dann die Bieler Höhe, die eigentlich sehr kontinuierlich ein längerer Anstieg ist mit so 7-8%, also sehr gut zu fahren. Ich würde dir auf alle Fälle empfehlen, dass du hinten einen Rettungsanker mit 32 hast, ja, vorne, da es doch relativ viele Flachstellen bzw. abfallende Strecke gibt, wäre eine Übersetzung von 50 am großen Kettenblatt bis 52 optimal. Das kleine dann 36 oder 34 und hinten so 11, 32. Das wäre die optimale Übersetzung. So, dass du wirklich an jedem Berg eine schöne Trittfrequenz noch fahren kannst, dass deine Muskulatur nicht zugeht und dass du für den Schlusssprint Richtung Ziel noch genügend muskuläre Reserven natürlich hast. Ganz, ganz wichtig ist auch der Reifendruck. Es kann natürlich in den Bergen immer passieren, dass es auch mal regnet. Und dass du in den Abfahrten auf der sicheren Seite bist, sollten Fahrer bis 60 Kilogramm oder Fahrerinnen bis 60 Kilogramm so um die 6 Bar vorne hinten haben. Bis 70 Kilogramm ungefähr 7 vorne, 7 hinten. Und bei 80 dann 7,5 hinten, 7,5 vorne. Ja? Eher vorne etwas weniger, dass man einfach noch mehr Grip hat, falls es regnen sollte. Wichtig ist natürlich auch, wenn der Regen kommen würde, natürlich die dementsprechenden Klamotten mitzunehmen. Auf das Thema Klamotten gehen wir dann im morgigen Tag genauer ein. Da gebe ich dir eine genaue Packliste, was du alles mitnehmen sollst zum Rennen. Ich habe dir speziell ein kleines E-Book zusammengestellt, und zwar die 6 Tipps vor dem Adalbert-Girung. Du kannst dir diese bequem downloaden. Klicke einfach auf den Link in der Beschreibung zu diesem Video und hol dir gratis die 6 Tipps vor dem Adalbert-Girung. Weiters werden wir nämlich beim Adalbert-Girung ein mega Gewinnspiel machen und der Hauptpreis ist ein halbes Jahr gratis Trainingsbetreuung bei mir im Profipaket. Das ist im Wert von ca. 2000 Euro. Zweiter Preis haben wir ein Ernährungscoaching und als dritter Preis gibt es noch ein riesen Foodpaket. Weiters gibt es noch Handtücher und Socken und alles Mögliche. Auch den Link zum Gewinnspiel packe ich dir sehr gerne hier unten in die Beschreibung. Du musst dich einfach nur beim Gewinnspiel anmelden und am 15. September werden wir die glücklichen Gewinner ziehen und ich hoffe, du hast Glück und bist mit dabei. Komm gerne am NOM-Trainingstand auf der Expo vorbei und ich freue mich, du kannst auch direkt dort am Gewinnspiel teilnehmen. Viel Spaß und ich freue mich schon auf morgen. Morgen geht es zum Thema Klamotten.